Ja, darüber wollen wir reden. Bei uns im Studio ist der Politikwissenschaftler und Parteienforscher Rudolf Korte. Guten Abend, Herr Professor Korte. Guten Abend. Merkel sagt, sie sieht sich nicht geschwächt durch die Niedersachsenwahlen. Das ist ja doch eher bescheidener Abschneiden Ihrer Partei. Wie sehen Sie das? Wie analysieren Sie das? Doch, sie ist auf jeden Fall geschwächt, denn dieser Selbstfindungsprozess der Union ist nicht abgeschlossen, sondern sie ist mittendrin, eine eigene Identitätssuche als Antwort auf die Bundestagswahl zu finden. Aber wenn man in Verhandlungen einsteigt, sollte man den Verhandlungsführer nicht schwächen. Insofern sind die anderen klug beraten, auch die Füße stillzuhalten. Fragt sich, ob die das tun werden, also ob die Niedersachsenwahl diese Gespräche Jamaika erschwert hat oder waren die vorher sowieso auch schon so schwer, dass es darauf jetzt auch nicht mehr ankommt? Die sind nicht schwerer als andere Verhandlungen auch, wenn man eine Gestaltungsidee hat. Man braucht die Kraft der Idee, um einen komplexen Verhandlungszusammenhang zu überbrücken. Nur Frau Merkel ist keine professionelle Kanzlerin, die eine Gestaltungsidee entwickelt. Sie ist sehr gut in der Beschreibung von Wirklichkeiten, aber sehr schwach und zurückhaltend, wenn es darum geht, Ziele zu beschreiben. Diesmal müsste sie inhaltlich führen, um aus der Kraft der Idee eine Gemeinsamkeit zu formen. Ob sie diese Neuerfindung selbst hinbekommt, da habe ich Zweifel. Zumal es da ja auch einen Grundsatzkonflikt gibt innerhalb der Union, was man jetzt unter Neuerfindung oder Idee, wie Sie es formulieren, zu verstehen hat. Also die CSU und Teile der CDU blicken eher nach Österreich, Stichwort nach Rechtsrücken, und sagen, das, was der Sebastian Kurz da von den Konservativen macht, das ist ein Erfolgsmodell. Ja. Und Merkel hat heute aber auch gesagt, naja, wenn sie sich das ansieht, wie stark da die FPÖ rechts von den Konservativen ist, findet sie das jetzt nicht so überzeugend. Sie besetzt die progressive Mitte. Ob durch Eigenanteil oder einfach der Mehrheit gefolgt, sei dahingestellt. Wenn sie die erhalten will, muss sie Antworten formulieren, die von der Kraft der Provinz auch letztlich ausgehen. Die Union ist kommunal sehr stark. Das Basislager der Union liegt in den Dörfern letztlich. Die Anwältin der Dörfer, das ist die Union im besten Sinne. Da muss sie Identitätsangebote machen. Sie muss Lotsendienste anbieten, um sicher durch das Leben zu navigieren. Danach suchen die Menschen. Also Rückkehr von Staatlichkeit, soziale Infrastruktur herstellen, das Gemeinwesen zu stärken. Das sind Antworten, nicht nach Österreich zu gucken, progressiv oder konservativ, sondern Identitätsmarker zu setzen, um die Menschen wieder mobilisieren zu können. Aber diese Identität, die scheint ja zumindest die CSU doch deutlich rechts von der progressiven Mitte der Angela Merkel zu sehen. Ja, aber da geht es um Gestaltungsziele und Gestaltungsideen, die mit Infrastruktur zusammenhängen, die vor allen Dingen Bildung, solche digitalen Aspekte ansprechen. Also das hat jetzt erstmal mit rechts oder links unmittelbar nichts zu tun. Es geht im Übergeordneten darum, wo endet das Wir, das gemeinsame Wir. Das gilt auf die Grenzfragen im überstaatlichen Sinne, genauso wie im Gemeinwesen. Wer gehört dazu, wer gehört nicht dazu? Das sind die Identitätsfragen. Und die kann man durchaus durch eine progressive Mitte beantworten, in einem selbstbewussten, zuversichtlichen Zugriff, wenn man eine Idee entwickelt. Aber wenn man nur abwartet und Reparaturarbeiten am Wohlfahrtsstaat anbietet, dann übertrumpft einen auch die CSU. Sagt der Politikwissenschaftler Rudolf Korte. Danke für Ihnen, dass Sie bei uns im Studio waren, für die Analyse. Bitte.